Und lassen Sie mich auch einen Zusatz machen im Hinblick auf die Ernährungswirtschaft. Sehr geehrte Meister, nebenbei, da könnte ich auch mal eine Geschichte erzählen, ob sich die Brüsseler Bürokraten darüber unterhalten müssen, wo die Meisterbrief bei uns abschalten müssen. Halte ich für schwer verhängnisvoll. Aber naja, die kennen das halt nicht. Österreich gibt es übrigens auch, nicht nur Luxemburg, sondern auch in Österreich. Ja, meine Damen und Herren, Sie sind Verarbeiter, Sie sind Veredler. In den vergangenen Tagen gab es Berichte über einzelne Betriebe in der Fleischbranche, illegale Beschäftigung, Schwarzarbeit und Lohn, dazu menschenunwürdige Zustände und, meine Damen und Herren, das ist aufs Tiefste zu verurteilen. Recht und Gesetz müssen hier eingehalten werden, auch im Interesse der ehrlichen Gewerkschaften, denn die Aufsichtsbehörden müssen das aufs Strengste kontrollieren und auch den Missbrauch aufdecken und hochsanktionieren. Die Exzesse in dieser Fleischbranche sind unerträglich und sie müssen auch ein Ende haben. Und zum Lohn dann sage ich klipp und klar, Leistung muss gerecht entlohnt werden und jeder soll bei uns von seiner Handyarbeit aufgeben können.